Dann herzlich willkommen zur letzten Session von der CSC bei uns. Ja. Wir haben gestern mal lange, da kannst du schlagen. Genau, ich bin die Eva, arbeite bei Roche. Pharmakonzern in Penzberg, direkt im Produktionsbereich, also nicht in der Personalentwicklung, wo es um Führungskräfteentwicklung und solche Sachen geht, sondern wirklich Schwerpunkt ist eher so auf die harten Themen, also die Hard Skills. Und wir führen jetzt gerade das Thema kompetenzbasiertes Lernen bei uns ein und ja, möchte einfach so das, was wir bisher so erarbeitet haben, mal mit euch heute teilen. Ich habe einige Fragen auch dabei für den Schluss noch, also ich habe erst noch ein paar Slides, dann habe ich ein paar Fragen dabei und ja, freue mich, wenn wir da einfach in einen guten Austausch kommen. Die Fragen müssen später nicht beantwortet werden. Das ist einfach so ein paar Leitfragen quasi, wenn es auf der Gesprächsstoff ausgeht. Genau, vielleicht mal vorweg, wer von euch hat selbst schon Kompetenz, dass wir das lernen bei sich? Okay, dann vielleicht, warum wir das Ganze machen wollen, ist, jeder, der die Pharmaindustrie vielleicht etwas näher kennt, weiß, es ist extremst reguliert. Also ich sage immer so, wie die Pharma, wie die Covid-Zeit damals war im Krankenhaus, wie sie da alle rumgelaufen sind auf den Stationen, so ähnlich schauen unsere Mitarbeiter halt jeden Tag aus, wenn die in die Produktion gehen, nur nicht mit Mundschutz unbedingt immer. Und so sind eben, also das ist der Anfang, aber dann so sind natürlich auch alle Aufgaben, die die machen, extremst detailliert alles beschrieben, gehen anhand von Vorschriften sehr viel vor, sind ständig irgendwelche Auditoren, die eben auch kommen von verschiedensten Behörden. Und bisher war es halt sehr stark so, dass wir brauchen halt einen Nachweis, dass die Mitarbeiter geschult sind. Und dieser Nachweis wurde in der Vergangenheit bei uns sehr stark über SOPs gemacht. Das heißt, der Mitarbeiter hat ein SOP gelesen, hat damit gesagt, ja, ich kann es. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr dabei gewesen, aber das Wichtige meines Erachtens, die praktische Einarbeitung, die ist eben nicht dokumentiert gewesen. Und wir haben jetzt in der Covid-Zeit verstärkt auch nochmal gemerkt, hey, so funktioniert das nicht, weil eben in der Zeit sind viele ausgefallen. Das heißt, es mussten noch mehr mal irgendwie flexibel irgendwie in eine andere Abteilung springen. Und das hat dann nicht funktioniert, weil die Vorschriften für die eine Produktionsstraße hatten die Vorschriften, für die andere Produktionsstraße hatten die Vorschriften und für die andere wieder andere. Obwohl da mehr oder weniger überall das Gleiche drin steht, aber wir brauchten ja den Servus oder das Häkchen im System, dass der in der Version geschult ist, dass er da eben aushelfen darf. Und das war ein riesen administrativer Aufwand, damit entweder mit Gutschriften zu arbeiten oder eben, dass die sich wirklich nochmal einlesen mussten. Und das ist einer der Punkte, wieso wir auch gesagt haben, okay, wir müssen da weg. Und ja, aber natürlich auch mehr Lernorientierung, höhere Qualität und so weiter. Genau, und was haben wir gemacht, damit wir erstmal so zum Thema Mindset-Umdenken kommen? Was passiert denn mit den, oder die Frage haben wir dann auch einfach mal gestellt, was passiert denn, wenn wir Prozesse nur durch Lesen ausführen? Wir haben dann jeden der Teilnehmer einfach mal oder jeden der Mitarbeiter, mit denen wir das zusammen mal durchgemacht haben, hat ein Blatt Papier bekommen und dann die Anweisung eben so, jetzt Schritt 1 ist erstmal hier einmal längs zu falten, ne? Dann hier nochmal einmal eine Ecke wegfalten, hier einmal was abreißen und solche Sachen. Was dabei rauskam, war das. Jeder hatte irgendwas anderes. Und das war für uns eben auch noch, oder das ist ein Zeichen, oder wie wir eben auch nochmal darstellen wollen, okay, nur weil ich eine Vorschrift lese, heißt das nicht, dass ich es verstanden habe. Also es muss natürlich, eine Vorschrift muss gut geschrieben werden, am besten auch Bildchen und solche Sachen mit rein. Aber eben das Praktische, also gemeinsam, jemand macht es vor, ich mache nach, das sind eben so die Erfolgskriterien, die wir da eben dann daraus erarbeitet haben. Ganz kurz eine Frage, gerade bei den SOPs, bei den Standard Operation Procedures, setzt ihr da auf BPM-Systeme, also auf Business Process Modelle oder irgendwas? Weil die Visualisierung von Prozessen ist ja ein großes Thema. Die werden ja, ich sag mal, in der falschen Abteilung designt und von den richtigen Menschen sollen sie konsumiert werden. Die denken ja in keiner Form in Konsumierung, die Business Process Owners. Werden da auf Standard-Tools gesetzt, so ein Aries, Signavi oder irgendwas? Wir haben Adonis. Wobei, das darf man hier bei der SAP nicht sagen, also. Aber ist okay. Sorry. Das Tool heißt Signal. Okay. Ja. Wir überlegen auch gerade, wie können wir aus Signavio zum Beispiel oder Adonis automatisierte Visualisierung erstellen.
dass wir die transformieren, dass wir die übersetzen, weil genau diese bildliche Darstellung ist in Prozesswelten relativ. Ja, also es gibt da auch Sachen, ich komme auch nochmal später ein bisschen mehr auch dazu. Genau, aber vielleicht mal nochmal kurz, was ist eigentlich eine Definition, bevor ich mal tiefer reingehe. Wir haben uns darauf beschränkt, dass wir sagen, wir haben einmal die Theorie, das ist der ganze Wissenspart. Also wenn ich nur ein kompletter Anfänger ist, schadet es auch nicht, wenn ich mir trotzdem mal nochmal so ein paar Sachen auch einlese. Das ist ein Beispiel, aber es braucht natürlich auch die Praxis. Und das sind eben so die Fertigkeiten. Und das miteinander bildet für uns die Definition von einer Kompetenz. Was gehört jetzt alles zu wissen? Oder vielleicht an euch, was gehört für euch, so wenn man Richtung Lernen denken, was gehört für euch alles zu wissen dazu? Wie baue ich Wissen auf? Einfach reingucken. Gerne auch an Gedächtnismodelle anknüpfen. Also dass du ein neues Item bekommst und das dockt sozusagen bei dir im Gehirn an deinem Vorwissen an. Du denkst schon viel zu weit, da merkt man den Kenntnisstand. Also ganz einfach, aber ja, stimmt natürlich. Aber ganz einfach, was sind so Lernobjekte, die man eben für Wissen verwenden kann? Also wenn wir Blumentaxonomie auf der untersten Ebene sind. Du hast ja selber schon gesagt, die Vorschriften als Lektüre, also Literatur, Schrift. Ja. Anleitung, also mitlaufen lassen. Hospitation quasi. Das Wissen oder eher Fertigkeit? Das kommt drauf an. Also wenn er selber mitarbeitet, ist es eine Fertigkeitenentwicklung. Wenn er erstmal nur zuschaut, um zu verstehen, wie es abläuft, ist es eine Wissenskomponente. Ja, wir sind schlecht zu hören. Wir müssen ein bisschen, hört ihr uns nicht so gut? Gibt es mal ein bisschen Feedback? Ich höre euch gut. Okay. Nochmal Feedback? Eine hört uns gut. Ja, ich höre euch gut. Luisa. Luisa hört gut. Liebke sieht nicht so aus, als ob sie gut hört. Nee, ich höre es nicht so gut. Wenn da hinten im Raum gesprochen wird, ist schlecht. Sollen wir ein bisschen lauter reden? Hilft es, Liebke? Jetzt ist gut, ja. Okay, also ein bisschen brüllen, bitte. Liebke, bitte einfach melden, wenn es wieder schlechter wird. Was fällt euch noch ein? Wie mache ich Wissen? Kann ich Wissen als Mitarbeiter aufsaugen? Beobachten. Ja, auch dieses Shadowing, ne? Ist ja auch beobachten. Ja. Ja. Lernvideos? Ja, das ist das Nächste, ja, genau. Ja, wir müssen wirklich alle ein bisschen lauter reden. Liebke guckt noch ganz irritiert. Also vielleicht nochmal ein bisschen lauter reden. Dann löse ich es mal auf. Also an sich sämtliche E-Learnings, okay, je nachdem, wie sie natürlich kreiert sind, aber wir sehen die sehr stark als Wissenskomponente. Weil das, auch wenn da natürlich ein Quiz drinnen ist, weiß ich immer noch nicht, wie bediene ich jetzt eigentlich diese Maschine. Deswegen ist das für uns ganz klar einfach Wissen, was je nachdem, wie hoch das Kompetenzlevel ist, der eine vielleicht gar nicht mehr braucht, der andere vielleicht sich ein bisschen mehr mit dem Thema noch auseinandersetzt. Und dann haben wir aber eben die Fertigkeiten. Wir haben hier das Thema ILT. Könnte und, also ILT, ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Begriff ist für uns, sind also die Klassenraumtrainings, egal ob virtuell, hybrid oder eben auch Präsenz. Das kann, je nachdem eben auch, wie es aufgebaut wird, kann das als Wissenskomponente sein, so ist, also eher mehr Wissen, kann aber auch für uns unter Fertigkeiten sein. Und das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, das Beobachten. Wenn man es nur beobachten ist, ja, kann man wahrscheinlich, oder ist es vielleicht auch viel unter Wissen. Wir zählen es aber mehr wirklich unter die Fertigkeit. Also für uns ist das quasi so ein Prozess. Ich beobachte etwas, ich mache es gemeinsam dann mit der Person und dann mache ich es irgendwann nach. Also das ist für uns so dieses Thema On-the-Job-Training, also OJT. wenn wir bei den ganzen Abkürzungen sind. Genau. Ein Punkt bei Fertigkeiten, was für euch, glaube ich, ganz spannend ist, habe ich bei Novartis gesehen, das ist extrem beeindruckend. In den klinischen Studien nutzen die schon Mining. Also sie nutzen Desktop-Mining, um zu gucken, ob die Prozesse, wie designed, auch wirklich vollzogen werden. Und das ist natürlich hochinteressant. Da setzen die auch schon KI drauf an, um tatsächlich die Prozesse dann zu analysieren. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, gerade bei den klinischen Studien, die verlieren ja
Branche nicht anders. Durch Fehler in den klinischen Studien geht Novartis 300 Millionen pro Jahr verloren. Und da lohnt sich natürlich jeder Einsatz in der kompetenzbasierten Lehre zu schauen, sind diese Kompetenzen, diese Fertigkeiten vorhanden. Ich glaube, wir müssen uns nochmal austauschen. Genau, VR, AR gehört natürlich da auch noch in die Richtung rein. Also wir sind da auch an den Anfängen schon mit drinnen, so zum Thema oder so erste Kleinigkeiten, die wir da entwickeln. Ein Beispiel zeige ich euch dann, wenn ich ein größeres Beispiel dann auch habe, anhand von Trainer, wo ich euch das auch nochmal zeigen will auch. Aber für uns ist eine Kompetenz eben eine Lernform, die sowohl das Wissen, aber eben auch die praktischen Fähigkeiten vermittelt, die für eine Tätigkeit erforderlich sind. Wie kommen wir jetzt eben zu einer Kompetenz? Was wir zuerst eben machen, ist ein Process Mapping. Im besten Falle wurde schon mal ein Prozess eben gemappt, also wo man wirklich schaut, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Also wir haben da auch das als Beispiel gemacht bei unserer Arbeit mit, du bist Angestellter in einem Restaurant und musst jetzt ein Butterbrot quasi bestreichen. Was sind da so für Schritte drinnen? Also vom da ist was mit Wiegen mit drin, da ist was mit Schneiden mit drin, ich muss das Brot bestreichen oder ich muss erst toasten, dann muss ich es bestreichen. Also das sind lauter so Prozessschritte. Und davon gehend kann man dann eben die Kompetenzen ableiten. Also eine Waage bedienen zum Beispiel ist eine Kompetenz. Das Schneiden, also wie mache ich das Messer oder wie führe ich das Messer quasi durch? Es gibt tausend verschiedene Messer ja auch von Tomatenmesser, Brotmesser, Buttermesser, Fleischmesser und so weiter. Also, dass man da eben auch die Handhabe kennenlernt. Und dann gibt's, ja, kann man jetzt beliebig noch weitergehen, aber das sind so die Grundkompetenzen, die wir da mal definiert haben. Und anhand von diesen Kompetenzen kann man dann eben das Trainingsmaterial erstellen. Also einmal, okay, was ist super basic, was kriege ich ganz easy eben auf der Wissensebene. Da, wo es gibt, aber also wir sagen eigentlich, wenn es nur die Wissensbasis ist, ist es für uns eigentlich noch nicht unbedingt eine Kompetenz. Also es soll eigentlich immer diese beiden Punkte haben von Wissen und eben auch den Fähigkeiten oder Fertigkeiten, etwas mit den Händen quasi zu machen. Und dafür erstellen wir dann eben gemeinsam mit den Mitarbeitenden quasi dann diese, ja, wie so eine Art Checkliste, wo dann wirklich draufsteht, okay, was ist das Lernziel erstmal, was eben rauskommen soll, wenn ich diese Kompetenz erlernt habe? Dann aber eben auch, was sind vielleicht so einzelne Schritte, die der Mitarbeiter sehen muss? Also einmal ist es natürlich mit, okay, ich schaue erst einmal zu, ich habe die Möglichkeit zuzuschauen, dann wir üben es gemeinsam, 2 Fälle, 3 Fälle, 4 Fälle, 5 Fälle, das ist unterschiedlich und dann aber wirklich eben dann das Nachmachen, dieses Assessment quasi, also dass ich zeigen kann, ich habe es verstanden, ich kann es fehlerfrei eben auch durchführen. Und dafür gibt es eben so eine Art Template, was wir entwickelt haben auch, wo man dann eben auch Fragen drinnen stehen, die einfach da auch nochmal bei der Erstellung auch helfen sollen, also was sind so die kritischen Schritte zum Beispiel im Prozess, dass das der Mitarbeiter erklären kann, worauf er im Prozess nochmal achten soll. Oder eben auch, was ist im Hinblick auf Arbeitssicherheit hier vielleicht nochmal speziell zu beachten. Gibt es bei der Vorbereitung, Nachbereitung wichtige Sachen nochmal? Oder so die kompletten Basics. Also bei uns muss ja alles dokumentiert werden. Was heißt das jetzt für genau diese Tätigkeit? Was muss ich genau da dokumentieren? Dass man das für jede Kompetenz quasi nochmal extra anschaut. Auf was muss man da achten? Und dann eben der zweite Punkt ist eben die Vorschriften. Wir werden von den Vorschriften oder Vorgabedokumenten nicht wegkommen. Wir wollen sie aber nicht mehr schulen. Wir wollen quasi das umwandeln, dass wir sagen, es gibt Vorschriften, aber die sind einmal kompetenzbezogen und die sind ein Nachschlagewerk und nicht mehr Schulungsmaterial. Also ich habe das immer mit den Gesetzen zum Beispiel. Aus Personaler weiß man, dass es da einige Gesetze gibt und je nachdem, was man macht, muss man vielleicht das ganze Arbeitsschutzgesetz Arbeitsschutzgesetz nicht unbedingt, aber das Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel muss man da den einen oder anderen Paragraphen wissen, aber ich muss jetzt nicht alles auswendig wissen, aber ich muss wissen, wo finde ich es denn? Und diesen Ansatz wollen wir eben auch gehen, zu wissen, okay, ich weiß, da gibt es verschiedene Dokumente, ich weiß auch, wo ich die finde, aber ich muss mich nicht in denen schulen, weil ich ja meine Kompetenz bewiesen habe und für jeden. Also in der Produktion ist es ja so, wenn ich die Produktion ausführe,
dann muss ich ja Schritt für Schritt eh nochmal dokumentieren, was ich ja eigentlich gemacht habe. Kann ich da kurz was fragen? Ja. Zu den Vorschriften und dem Prozess, also weil die Vorschriften und wie sie sich auf den Prozess auswirken, habt ihr ja aber dann schon gemappt. Die Vorschriften wären dann nur nochmal zusätzliche Dinge, die es zu beachten gibt, oder? Nee, eigentlich ist das nicht wirklich gemappt. Also, okay. Also das ist ein Kompetenzbereich nochmal von einer anderen Abteilung und wir arbeiten jetzt eben eng zusammen. Okay. Wie die in der Vergangenheit immer entschieden haben, wie eine Vorschrift entsteht, kann ich dir ganz ehrlich sagen, oder dass man dazu eine Vorschrift schreibt, kann ich dir ganz ehrlich gesagt auch nicht genau beantworten. Okay. Also nur in meiner Vorstellung ist so, okay, es gibt eine Vorschrift und basierend auf dieser Vorschrift läuft dann auch der Prozess ab, weil er die Vorschrift beachtet. Deswegen hatte ich gerade... Nee, es gibt da verschiedene Levels. Also es gibt quasi so übergeordnete Dokumente und dann, wie es auch bei Gesetzen oft so ist, es gibt halt den Gesetzestext und dann gibt es aber nochmal Formblätter. Mhm. Und diese Formblätter, das sind diejenigen, vor allem das noch papierbezogen ist, dass die eben dann genommen werden. Ich kann was sagen, weil ich tatsächlich diese Sachen mal konzipieren durfte, ganz grausam. Das meinte ich auch mit diesem, jemand, der den Prozess designt versus der den konsumiert. Die Vorschriften, wie sie geschrieben sind, sind nicht zum Konsumieren gedacht. Sie sind dazu gedacht, gesetzliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Deswegen sind die als Schulungsmaterial eigentlich totaler Quatsch. Sie sind aber verpflichtend zu schulen. Das ist so ein bisschen das Problem in diesen regulatorischen Umgebungen. Also überall, wo wir in diesen GXP-Bereichen bewegen, diese regulatorischen Industrien, haben wir immer ein großes Gap zwischen Dokumentation, Vorschrift versus Training nachher und Kompetenz. Das ist natürlich eine große Herausforderung, das zu balancen, weil man immer auf der anderen Seite jemand hat, der das schreibt und sagt, ja, ihr müsst das genauso schulen. Das ist ja auch die gleiche Herausforderung, die wir haben, wenn wir mit Juristen zusammenarbeiten. Das Studium eines Juristen besteht aus Millionen von Seiten in einem Buch und wenn er ein Training mit einem machen will, will er Millionen von Seiten in einem Buch mit einem schreiben. Das heißt, diese Transformationsaufgabe ist relativ komplex. Aber wenn man sich mal die Gesetze genauer anschaut, also wo die Vorgaben wieder für uns auch drin stehen, es steht dann nirgendwo drin, dass ich ein Dokument geschult haben muss. Ja. Sondern genau. Es muss einfach nur dokumentiert sein, ich bin geschult. Ja, und deswegen wollen wir jetzt da quasi wieder zurück zum Eigentlichen, wieso Vorschriften eigentlich auch mal da waren, eben auch das Nachschlagewerk und das Praktische, das tägliche Doing, dass man eben da den Fokus drauf setzt. Jetzt anhand vom Trainers, da sind wir schon relativ weit. Wir haben das auch mal kompetenzbezogen eben aufgebaut. Das, was ihr hier in dem Baum seht, das sind eben die Kompetenzen, die da definiert wurden. Also was muss ein guter Trainer können? Er muss Feedback geben können, er muss sich vorbereiten. Die Evaluation eben auch, also dass er da eben weiß, wie kriege ich denn raus, haben die jetzt überhaupt das verstanden, was ich hier eigentlich gerade mit denen machen wollte. Könnt ihr gerne ein Foto machen, damit will ich jetzt gar nicht drauf so stark reingehen. Was wir da gemacht haben, dass wir da erstmal ein Self-Assessment entwickelt haben mit verschiedenen Fragen, wo sie eben mal ihr eigenes Kompetenzlevel auch einschätzen können und wo man dann eben sieht, wo bin ich denn auf der Stufe? Und dann gibt es in dem Fall jetzt sogar wirklich für jede einzelne Kompetenz, die ich als Trainer brauche, gibt es nochmal Wissen, wo ich nachlesen kann, in Form von schriftlich, in Form von Videos, in Form von Mini-Trainings auch. Wenn man will, gibt es auch die Möglichkeit, wirklich an einem größeren Training auch mal teilzunehmen. Aber wir lassen das den Mitarbeiter relativ frei, für was er sich entscheidet. Und erst dann, wenn er sagt, ja, ich fühle mich jetzt bereit, dann kommt er eben, um seine Fertigkeiten, also die zweite Säule zu beweisen, kommt er dann eben zu einem Trainer, und also einem Master-Trainer quasi, und der macht dann das Assessment, wo man dann eben auf diese Kompetenzen nochmal eingeht und der zum Beispiel ein Konzept einfach mal vorlegen muss für ein Training und wir gemeinsam mit dem draufschauen und einfach so ein bisschen nochmal challengen, wie gehst du mit diesen Punkten eben um? Das ist eben, sind dann so diese Schritte eben dieses Beobachten. Also in dem Fall gehen wir jetzt nicht unbedingt in das Training immer mit rein. Aber wenn wir jetzt eben das ist für die Fachkompetenzen sehen, also in der Produktion, der Mitarbeiter muss jetzt die Abfüllung zum Beispiel können, wäre das eben halt eben diese Schritte, was ich vorher gesagt habe, dieses Beobachten, gemeinsam daran arbeiten, Coaching eventuell auch im Prozess und dann eben das Final Assessment. Genau, und der Trainer sagt dann eben, die Person ist geschult.
Das sind so die Schritte. Mit dem Self-Assessment sind wir, hier haben wir es jetzt gemacht. Für alle anderen sind wir dann noch so in der Entwicklung. Brauchen wir überall Assessment oder so Self-Assessment immer, wo wir in verschiedene Kategorien auch nochmal mit einbauen oder nicht? Ja, das sind noch so noch einige Fragezeichen auch für uns da. Deswegen habe ich ein paar Fragen vielleicht mitgenommen, aber wir müssen uns nicht auf die konzentrieren. Sondern ihr habt natürlich jetzt auch noch mal ganz viel Zeit, auch wenn es noch eine knappe halbe Stunde, wo ihr noch mal Fragen stellen könnt oder wir einfach in Austausch gehen können. Schon eine Frage an mich. Ja. Du sagst, du machst es in der Produktionsabteilung. Wie schaut es mit Verwaltungsmitarbeiter oder Management aus? Ist das auch mal ein kompetenzbasiertes Training oder ist es anders aufgesetzt? Also ich wird das ähnlich aufgesetzt. Also wir betreuen Produktion, dazu gehört natürlich auch eine Qualitätskontrolle, die dann im Hintergrund ist. Es gibt eine Abteilung für Engineering, es gibt die Verwaltung. Die Verwaltung macht aber ja keine GMP-Tätigkeiten. Also sprich, das ist nicht, was die Behörde irgendwie nochmal nachschaut. Das heißt, da ist nicht unser Fokus drauf. Unser Fokus ist natürlich auf die Bereiche, wo das Produkt quasi auch im Hintergrund auch steht. Aber natürlich, also jetzt zum Beispiel Trainer ist ein Bestandteil, das sind jetzt gar nicht unbedingt immer die Personen, die jetzt an der Maschine noch arbeiten, sondern die sind oft in anderen Bereichen drin. Ihr produziert dann diese Trainings selber, weil die so speziell sind? Also wir wollen eigentlich gar nicht so viele Videos oder E-Learnings oder sowas produzieren. Wir sehen den Vorteil, aber wir sehen auch ganz viel einfach, dass das uns nichts bringt für das letztendliche, weil wir die Fertigkeiten eben wichtiger finden. Und das Wissen ist ja auch in den Vorschriften drin. Also wenn ich was nachlesen will, hast du das. Deswegen müssen wir da gar nicht so viel produzieren. Das größere Thema ist für uns wirklich dieses Template, wo eben das Lernziel nochmal drinnen steht, wo so ein paar Schritte drinstehen. Also das und das muss dann eigentlich demonstrieren und dann eben halt so gewisse Fragen auch beantworten können. Und das produzieren wir gemeinsam eben mit denen zusammen. Eventuell, umso mehr die machen, sind die auch mehr und mehr dann in der Lage, das auch selbst zu machen. Aber da sind wir jetzt noch relativ am Anfang und müssen wir schauen, wie schnell sie da einen guten Standard entwickeln. Also wir haben natürlich schon ganz viel von diesen On-the-Job-Trainings, wie wir es nennen. Aber die sind halt meines Erachtens noch nicht so, dass wir quasi die Vorschrift jetzt auch weglassen können. Deswegen muss es natürlich einen gewissen Qualitätsstandard auch haben, dass wir da die Vorschriften auch weglassen können. Wenn du von Produktion redest, redest du nicht von Studien, oder? Nee. Okay, weil bei Studien ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, weil das Studiendesign ja immer wieder jetzt den Prozess auch in sich verändert. Das heißt, die große Herausforderung ist dort halt ständig neu zu lernen. Und das nächste ist, das fand ich immer ganz interessant, das sind die extrem hoch ausgebildete Personen, super Experten. Und ein Kunde hat die auch ein bisschen despektierlich immer so bezeichnet, wir können denen 3 Millionen geben, die werden weiterhin in einer 30 Quadratmeter Wohnung leben, weil sie einfach ihren Job lieben. Die lieben Forschung und die hassen Training. Ja, also wir haben große Herausforderung. Also wir betreuen zwar auch die Development-Abteilung, aber also die produzieren quasi dann schon für die Krankenhäuser, halt für die Tests. Aber der Fokus ist wirklich auf das Endprodukt. Und da gibt es aber schon noch Produktionsstraßen. Die einen, die fahren halt mehr oder weniger das ganze Jahr das gleiche Produkt, aber es gibt halt andere Produktionsstraßen. Da ist halt ein ständiger Wechsel drin. Das heißt, da ist viel mehr Retraining die ganze Zeit auch da. Ja. Auch wenn die Basics die gleichen sind. Genau, das fällt mir gerade noch ein, das habe ich vorher vergessen. Wir haben eben auch verschiedene Level definiert. Also es gibt so die Basic Levels. Das ist zum Beispiel, ich habe ein grundsätzliches Verständnis, wieso gibt es GMP überhaupt? Arbeitssicherheit, solche Themen fallen da auch rein. Dann gibt es eben die Schlüsselkompetenzen und die Prozesskompetenzen. Schlüsselkompetenz ist zum Beispiel auch was, okay, ich weiß, wie ich mich anziehen muss, dass ich überhaupt in den Produktionsbereich rein darf. Und dann aber eben auch so, was wir vorher hatten, Waage bedienen. Ja, es hört sich erstmal blöd an, aber die sind halt auch nicht ganz so trivial. Also da gibt es halt viele verschiedene und da braucht man halt auch eine Einweisung. Und so gibt es natürlich viel mehr Sachen und dann eben pro Produkt nochmal schauen, okay, und wie bringe ich jetzt die ganzen Kompetenzen, die ich jetzt habe, eben zusammen jetzt für dieses eine Produkt. Habt ihr Performance-Support-Systeme? Was verstehst du in dem Fall unter Performance-Support? Also zum Beispiel einfach ein Tablet, wo du mit dem QR-Code nochmal gezeigt wirst, bedient werden kann. Sind wir dabei, das mehr zu machen, haben wir bisher noch relativ wenig, aber
Aber es gibt teilweise schon, wo es wo ein QR-Code ist und dann die Vorschrift quasi direkt dahinter gelegt. Ich kann vielleicht noch ergänzen auf deine Frage. Bei Roche Pharma machen wir es für den Vertrieb vergleichbar gestellt. Noch Fragen an mich. Habt ihr denn als Online-Teilnehmer vielleicht Fragen? Könnt ihr gerne die Hand heben oder euch unmuten. Ich fände die Fragen spannend, die Eva gezeigt hat. Also ich arbeite mit Eva zusammen, wie es euch da so geht. Vielleicht machen wir noch zwei ja. Fragen, die hier sind, und dann gehen wir auf die Fragen ein, wo ihr uns vielleicht unterstützt könnt. Weil ich jetzt auch auf eine Frage von da eingehen würde, also wenn du erst... Ich habe gerade nur noch eine Frage, weil im Grunde ist ja sehr stark ausgerichtet mit den Fähigkeiten auf eine Unterweisung, also eigentlich auf dem Cognitive Apprenticeship Modell, ne? Also ich kriege es gezeigt und erklärt und dann demonstriere ich das selber und kann auch erläutern, warum ich diesen Prozess so mache, weil ich auch die Vorschriften dahinter stehen etc. Ist ja dann sehr hoher personeller Aufwand auch, weil ich habe jetzt auch bei den Trainern angesetzt, die sind ja dann total essentiell. Ist das ein Punkt, der für euch ein Knackpunkt ist sozusagen? Also ist diese personelle Verfügbarkeit von Trainern, die wissen, wie dieser Prozess läuft, die den schulen können, die den bewerten können. Das ist irgendwie ein Thema. Kommt drauf an, auf welchen Punkt man schaut. Es ist grundsätzlich ein Thema. Wir wollen halt, und es gibt auch sogar die Anforderung, dass unsere Trainer didaktisch geschult, also sowohl die fachliche Eignung haben müssen. Klar, wissen sie natürlich, dass ich andere zeigen kann, wie funktioniert denn die Abfüllung zum Beispiel. Aber sie müssen auch didaktisch geeignet sein. Das heißt, aktuell schleusen wir viele Menschen durch so kurze Didaktik-Trainings aktuell durch, wo wir sagen, das funktioniert nicht. Deswegen bauen wir eben auch das gerade auf, weil halt irgendwie gefühlt jeder hier dieses Assessment abnimmt. Und wir dadurch aber eben viel eine zu große Community haben. Also wir würden gerne eine schöne Community eigentlich aufbauen, aber es sind zu viele. Also wir sprechen da wohl über 1000 Leute, die wir so gar nicht wirklich handeln können. Und da wollen wir eben das reduzieren. Da schreien sie natürlich alle gerade auf. Aber wir wollen eben, dass zumindest dieses Assessment oder eben, wenn ich eine Schulung gebe, dass das wirklich welche sind, die didaktische Eignung haben. Wenn jetzt jemand sagt, hey, lieber Kollege, kannst du dem, also wie jetzt beim Auszubildenden auch, da muss ja ich nicht unbedingt immer jedem alles zeigen, wenn ich für den Abzug zuständig bin, sondern sag vielleicht auch mal, hey, lass dir doch das mal von dem zeigen, lass dir das mal von dem zeigen und ich schaue es mir dann vielleicht nochmal danach an. Also so in die Richtung wollen wir da schon auch mehr gehen. Aber dass eben das letztendliche Assessment, der das quasi abnimmt, dass das jemand ist, mit dem wir eben auch im Austausch sind, der bei der Entwicklung von dem Ganzen auch dabei ist und der eben auch nochmal mehr auf gewisse Punkte auch schaut. Also aktuell, wir haben genügend Leute, aber wir haben eben das Gefühl, dass diese didaktischen Kenntnisse da zu wenig da sind. Ja. Dann du wolltest. Genau, ich hatte einen Punkt, also die dritte Frage, die hast du vorhin auch schon mal bei der vorherigen Folie, glaube ich, angeschnitten, braucht es immer ein Self-Assessment? Also vielleicht willst du noch mal eine Folie zurückgehen, weil darauf bezog sich das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr quasi, oder du stellst die Frage, ob der erste Schritt auch wegfallen könnte. Vielleicht. Weil ich hätte jetzt, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen, klar, aber ich hätte jetzt fast gesagt, also weil sonst würde man ja, entweder müsste man ihn ersetzen oder mit dem zweiten Schritt dann starten, also einfach nur sagen, hier sind die Inhalte, such dir das raus und wir testen dich danach. Aus lerntheoretischer Sicht hätte ich jetzt gesagt, also das ist vielleicht auch nur meine Einschätzung, ein Self-Assessment würde schon helfen, das ist halt nochmal mehr Aufwand, aber sich vorher klar zu machen, was davon kann ich schon, was kann ich noch nicht so gut, das würde, glaube ich, den ganzen Lernprozess schon besser machen oder irgendwie effizienter machen. Aber das ist meine Einschätzung. Also auf die Frage hätte ich gesagt, ich finde es als Self-Assessment gut als Schritt in diesem Prozess. Aber da gibt es sicherlich andere Meinungen. Keine Ahnung, ich würde es sogar dreimal machen. Ich würde es erweitern. Ich würde es zuerst am Anfang machen. Ich würde es gegen Ende machen und am besten nochmal reflektieren lassen. Also dass man dann auch noch tatsächlich die Peer-Meinung mit drin hat. Dann kommen wir auf den klassischen Kirkpatrick-Level Nummer 3. Hier 5 haben wir hier jetzt ja gar nicht drin. Das ist jetzt, ich glaube, der ROI bei GMP-relevanten Unternehmen ist relativ egal.
Da sind wir sehr stark compliance-orientiert, aber das Self-Assessment würde ich eher noch weiter treiben, also tatsächlich, um eine Validierung da reinzubekommen. Weil nur über diese Validierung am Ende bekommen wir ja tatsächlich auch nochmal in diese Adjustierung, dass wir es besser machen können, also das, was wir nochmal anpassen können. Hat jemand von euch auch schon, oder arbeitet jemand von euch viel mit Self-Assessment, also auch so oder mit diesen Kompetenzleveln von Anfänger bis Experte? Ich fange jetzt damit an, aber okay. Es ist noch nicht wirklich ausgereift. Noch eine Handmeldung, sollten Sie einfach erfahren. Ich weiß nicht, wer schneller war. Oder nee. Wiebke ist da ein Punkt oder zu dem Punkt noch dazu, dann würde ich erst die Wiebke nehmen, ansonsten an dich. Also ich war gerade vorhin in einer Veranstaltung, da ging es auch um das Thema Self-Assessment. Self-Assessment kann ja auch den Lernprozess insofern beschleunigen, dass man eben im Self-Assessment auch feststellt, was kann ich schon und was kann ich überspringen. Also, dass ich dann sozusagen den Lernprozess zeitlich straffen kann. Von daher ist er ein ganz wichtiges Element. Kann man eigentlich nicht weglassen. Die Frage, also es ging mehr eben wirklich mit die Kompetenzlevel. Also, dass man sich selbst reflektieren soll, natürlich. Aber eben braucht man eben, also müssen wir das vordefinieren mit Anfänger, Medium, Experte zum Beispiel, so in die Richtung, war eher die... Naja, Self-Assessment im Prinzip auf alle Aspekte, die ihr ja jetzt in dem, ich sage jetzt hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lernfelder und die erwarten ja am Ende einen gewissen Level an Kompetenz. Und das kann ich ja immer definieren auf Basic oder, je nachdem, was der für ein Lernziel hat. Und der kann Elemente vielleicht überspringen, weil er sie schon kann, aus anderen Zusammenhängen. Dafür ist das Self-Assessment eben wichtig. Danke. Ich komme aus einer ganz anderen Industrie, Automotive. Ist also die FDA regulated und so weiter, das habe ich auch erlebt. Im Automotive-Bereich, aufgrund der Anforderungen IETF-Themen, ist das überall so gegeben. Das heißt, auf jedem einzelnen Produktionsbereich müssen wir für jeden Mitarbeiter nachweisen, ob er überhaupt ein Kompetenzlevel auf eine oder andere Art und Weise mitbringt. Auf eine A, mit dem Self-Assessment gemacht, über neue Leute mit reinbringen, aber B, auch bewusst über das Trainieren on the job, aber auch außerhalb der Thematik. Warum? Weil Arbeitssicherheit vorne steht, die Qualität nachher raus, also Total Quality Management, genau auf diesen Themen heraus. Und wir haben aus dem Dialog mit dem Self-Assessment eigentlich gute Erfahrungen gemacht und auch in der Dokumentation, weil, wie vorhin beschrieben wurde, jemand kommt von einer anderen Firma oder hat eventuell schon Skills mit reingebracht. Wir müssen uns trotzdem dokumentieren, dass die Skills da sind. Und da dient bei uns das Self-Assessment immer als die erste Dokumentation, von dort aus die Reise eben weiter anzutreten. In höheren Bereichen, wo wir dann mit Lebensläufen arbeiten, da aus dem Lebenslauf heraus haben wir diese Dokumentation und diese Kompetenz fixiert, zu sagen, das ist schon auf, wir arbeiten dann immer mit Vierteln in der Visualisierung, um klarzustellen, wie hoch der Proficiency-Level ist, um das eben mittragen zu können. Funktioniert eigentlich ganz gut, ist nicht digitalisiert, sondern wir haben es häufig dann auch eben über die verschiedenen Standorte wirklich in Papierform. Hat dann immer die Datenschutzherausforderung, dass die Leute vorbeilaufen, sagen, ihr müsst das jetzt abdecken. Aber so läuft dann. Und dann ist auch der Austausch möglich zwischen den verschiedenen Maschinen oder Linien. Auch da die Möglichkeiten draus zu nehmen, weil aus dem Training heraus das eben sauber dokumentiert ist. Sabine noch einmal. Ja, Sabine ist zuerst und dann Luisa. Ja, ich habe jetzt hier verschiedene, ich will auch gerne zu dem Self-Assessment noch was sagen. Da sind jetzt aber verschiedene andere Sachen dazugekommen. Ich komme jetzt nicht aus der regulatorischen Industrie. Ich sage mal, ohne Selbstbewertung dessen, wo ich stehe, keine Lernmotivation, würde ich jetzt mal als steile These hier reinbringen. Und eben das, was Wiebke auch gesagt hat, wir können dann Dinge überspringen. Und wenn ich etwas lernen muss, was ich schon kann, es gibt wirklich nichts Schlimmeres als das. Also insofern, und das, was ich aber jetzt gerade gehört habe, da geht es ja ein bisschen um Fremdassessment und Selbstassessment. Also zu dokumentieren oder nachzuweisen, dass derjenige, diejenige das kann, wird mir über ein Self-Assessment alleine meiner Meinung nach nicht gelingen, sondern dann brauchen wir das, was ihr da auch geschrieben habt, nämlich den Master-Trainer oder die Führungskraft oder
man muss es dokumentieren, indem man es vorführt. Also das sind für mich nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und ich denke, da würde ich auch sagen, man braucht ein Selbst- und ein Fremdassessment. Und dann nochmal die Frage Kompetenzlevel. Brauchen wir beim, das habe ich nicht ganz verstanden, Eva, brauchen wir Kompetenzlevel für Self-Assessment? Da habe ich jetzt in mehreren Sessions immer wieder gesagt, dass einem Lerner eigentlich die Kompetenz egal ist. Er möchte gerne eine bestimmte Herausforderung, nämlich diese Maschine, diesen Prozess beherrschen und kompetent selbstständig ausführen. Und ich denke da nicht in Kompetenzleveln so als Lernender. Das kann ich immer nur so mitgeben, weil ich denke, das interessiert die Leute eigentlich nicht. Sie wollen nur sagen, ich kann es oder ich kann es nicht. Ja? Und vielleicht noch, ich kann es anderen beibringen. Da nochmal als Antwort, ich weiß nicht genau, was du mit Kompetenzleveln da meinst. Also ich denke, das brauchen die Leute nicht, wobei man sagen kann, Anfänger, selbstständig, Experte und ich bin Trainer, das kenne ich auch, aber ist das für den Lernenden wirklich das Relevante? Das glaube ich fast nicht. Danke dir. Dankeschön. Ich wollte nochmal auf den Beitrag von der Automobilbranche eingehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, das Self-Assessment ist eine der ersten Formen der Dokumentation. Dokumentiert ihr da, dass ein Self-Assessment gemacht wurde oder habt ihr es mit dem Betriebsrat geschafft, dass ihr auch dokumentieren dürft, was in dem Selbstassessment ausgefüllt wurde? Also tatsächlich das Ergebnis. Wir haben für die einzelnen Maschinenverläufe wirklich einen Kompetenzchart, wo also die verschiedenen Themen mit aufgenommen werden. Das wird dann, wie gesagt, immer viertel abgemalt, damit derjenige sagen kann, da habe ich Verständnis, da habe ich kein Verständnis. Es ist mit dem Betriebsrat komplett abgestimmt, ist aus einer IATF-Anforderung eben herausgegeben. Mit dem Blatt geht er dann zum Vorgesetzten. Dann wird eben auch geschaut, wie die Weiterentwicklung sehen soll. Das Assessment erfolgt alle halbe Jahr, um zu gucken, wie da eine Weiterentwicklung ist. Weil das ab einem gewissen Zeitpunkt eben auch dazu führt, dass er sich in der Ära-Gruppe verändern kann. Man muss aber auch feststellen, wir haben zum Teil Leute, die wirklich ungelernt reinkommen. Also wir haben erstmal die Herausforderung, dass überhaupt Sprache eine Relevanz hat. Wir haben verschiedene Themen oder verschiedene Papiere in drei verschiedenen Sprachen da, weil Muttersprache Deutsch nicht gegeben ist. Wir haben auch genauso die Thematik, wenn es nicht digitalisiert ist über das Board, wie viel Outcome ist. Die Leute müssen zusammen addieren können. Also auch diese Kompetenzen, Kalkulationen, also wir fangen da wirklich mit den Basics an, um diese Themen mit hochzutreiben. Und das wird nach und nach da eben genau dokumentiert. Also Self-Assessment fremd und dann kontinuierlich weiter erarbeiten, Verbesserungen. Das ist der Gedanke hier hinter. Also was ich da noch mitgeben kann, was wir schon teilweise auch machen, aber auch noch verstärken wollen, ist die Kooperation mit der Ausbildungsabteilung. Also wir stellen auch viele Fachfremde ein, die zum Beispiel Bäcker oder Metzger oder Brauer auch mal gelernt haben und das sind natürlich gewisse Skills da, aber nicht unbedingt die wir halt auch, oder da fehlt natürlich noch was und da arbeiten wir mit der Ausbildungsabteilung auch zusammen, damit die eben denen die Skills auch da vermitteln, ne? Weil die das die Räumlichkeiten und alles eben auch dazu haben. Ja. Ich wollte nur noch mal die Unterscheidung reinbringen. Das eine war ja über die Kompetenzen, die ihr für Trainer definiert habt. Da sehe ich auch Self-Assessment als ein durchaus hilfreiches Tool an. Auch aus anderen Kontexten, ich da auch in Kundenprojekten, das ist das, was, sag ich mal, mit einem relativ niedrigen Schwelle eingeführt werden kann und uns auf jeden Fall schon mal näher bringt an die Frage, was brauche ich eigentlich noch? Bei dem anderen, dieses Prozesswissen zu vermitteln und dass die Person diesen Prozess auch durchführen kann, würde ich sagen, aus rein didaktischer Sicht ist die einfachste Methode zu schauen, was muss ich noch lernen. Ich mache den Prozess und es ist ganz objektiv klar, was ich noch nicht kann und was nicht. Ne? Also da sehe ich eher Self-Assessment als ein Überstülpen von was es nicht braucht, weil wir können eigentlich direkt da ansetzen, was eigentlich gezeigt werden muss, was ich lernen. Ne? Also da muss ich zeigen. Und ne, wenn jemand sich die Sachen schon durchgelesen hat, ne, und er probiert einfach diesen Prozess durchzuführen, dann sehe ich einfach objektiver ganz schnell, wo denn die Lücken noch sind und wo ich den Prozess vielleicht noch besser verstehen muss und erlebt es auch tatsächlich und schätze mich, ja, ich glaube, ich weiß, was man dann tun müsste. Also da sehe ich das eher als etwas,
was dafür nicht geeignet ist, für die Trainer aber schon. Also es ist dann eine sehr klare Unterscheidung, wann es sinnvoll ist, ein Self-Assessment zu machen und wann man eigentlich eher auf die direkte Tätigkeit setzen soll. Da bin ich gerade nur an zwei unterschiedlichen Punkten. Ich habe auch zwei Punkte, den einen ergänzend, weil ich das mit dem Betriebsrat gehört habe und da hat sich ja ein bisschen mitgeschwungen, ja, wir dürfen wahrscheinlich nicht erfassen und hier dürfen wir erfassen. Das kommt ja sehr stark und da sollte man auch immer noch mal drauf schauen. Es gibt ja mehrere solcher Leitlinien. Es gibt ja auch von der IG Metall den Qualifizierungstarifvertrag, der setzt ja auch damit drauf auf. Die haben relativ gute Beschreibungen, was man zu erfassen hat, was man nicht zu erfassen hat und wie das zu erfassen ist. Das ist nur ein Tipp, immer das mitnehmen, weil es gibt andere Branchen, da wird das ganz anders betrachtet. Da sind tatsächlich die Gewerkschaften, die IG Metalls etc., die ja doch vertriebsratnahe sind, sogar hinten dran, das zu erfassen. Wobei man da mal ein bisschen aufpassen muss mit der Vermischung Wissen und Kompetenz. Das passiert natürlich sehr schnell, aber dennoch gibt es da schon Dinge. Das andere ist eher nur ein Impuls, weil mir das gerade auch nochmal gekommen ist, mit dem, glaube ich, was Sabine gesagt hat. Ist ein bisschen off-topic, aber ich sage jetzt nicht die Automotive-Firma, weil das ist eine Automotive-Firma ein Beispiel. Ja, aber das ist ein ganz spannendes Beispiel, wenn man das Expertenwissen hineinguckt. Es ist ein Beispiel für einen Experten im After-Sales. Wir haben ein relativ großes Problem, Expertentraining nahezubringen. Und ein guter Weg ist tatsächlich ein Reflexionsspiegel. Und wir konzipieren häufig Trainings und lassen die Leute, die geben denen das Gefühl, die machen ein Training sehr positiv und sie werden zum Ergebnis kommen und sagen, super, ich habe jetzt mein Training gemacht und dann ist das ganze Ding vorbei. Und am Ende stellt sich raus, dass sie im Grunde alles falsch gemacht haben. Die Leute an der intellektuellen Eitelkeit zu greifen, den Experten, kann in Teilen, muss man vorsichtig sein, kann in Teilen ein interessantes didaktisches Konzept sein. Und das kommt nochmal mit dem Self-Assessment, da kann das auch spannend werden. Wo schätze ich mich ein? Und dann zu reflektieren, wo bist du eigentlich wirklich? Und du stellst dir gerade fest, du hast nicht das Wissen, aber du denkst, weil du Experte bist, weil du seit 30 Jahren in dieser Firma bist, ist das gerade im Rahmen von Change-Prozessen natürlich ein großes Thema. Weil der Change meistens von den Experten am wenigsten wahrgenommen wird oder am wenigsten angenommen wird. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Instrument, aber auch ein vorsichtiges, war nur ein kleiner Impuls nochmal. Das kann man auch mal einsetzen. War auf das jetzt bei einem Automobilhersteller. Bei den Franzosen, die deutschen Prozesse nicht annehmen wollen. Wir kommen am Ende der Zeit dann noch 2 Minuten. Ne? Hat noch irgendjemand eine Frage an mich oder in den Raum rein, die er gerne noch beantwortet hätte? Ja. Ich würde mich kurz interessieren, macht ihr das jetzt schon auch global oder ist das erstmal auch Deutschland oder Europa? Wir arbeiten dann mit mehreren Standorten zusammen, ja. Also es ist jetzt noch nicht, dass jeder Standort das schon machen muss. Aber ja, mit den Größeren sind wir dann Austausch. Wenn später noch irgendjemand was einfällt, auch zu den Punkten hier, also so auch im Blick auf kollaborative Anteile oder das ganze Thema, wie bei euch unsere Jobtrainings auch ablaufen, könnt ihr mich gerne einfach so auch noch mit der Seite nehmen und da noch weiter quatschen. Genau, und ich bin auch offen, sich mal offline irgendwie, oder offline ist immer schwierig, aber dass man mal irgendwie einen Videocall oder sowas auch macht. Wer ja, dazu noch mal ein bisschen mehr auch wissen will oder dass man einfach noch mal in den Austausch auch reingeht. Ja, danke für deine Session. Also war toll. Dankeschön, Eva. Tschüss. Danke, tschüss.